Am 25. November stimmen wir ab über die Revision des Tierseuchengesetzes. Das Gesetz soll dem Bund Kompetenzen geben, dass er besser Vorsorge machen kann gegen Tierseuchen und dass er sie auch besser bekämpfen kann, wenn sie mal die Schweiz erreichen. Gegner meinen, das Gesetz führe zu unnötigen Impfungen und bevormunden die Tierhalter und auch die Veterinäre. Wir diskutieren über das Thema und zwar mit dem Werner Ammann. Er ist Biobauer von Ganterschwil, Gegner von dem Gesetz. Und Roland Eberli, Thurgauer Ständerat von der SVP, Befürworter von dem Gesetz. Werner Ammann, Sie sind Bauer in Ganterschwil, seit 20 Jahren bauen Sie biologisch, haben Muttersauen, haben 20 Kühe. Und wenn Sie mal krank sind, wie behandeln Sie Ihre Tiere? Also, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Komplementärmedizin. Das hat angefangen mit alten Hausmitteln, die ich von meinem Vater schon gewusst habe. Mit Schnaps einreiben? Zum Beispiel. Schnaps und Salz und alles möglich. Und ich habe seit 10, 15 Jahren auch sehr gute Erfolge mit der Homöopathie. Und Chemie kommt bei Ihnen in den Stall? Also, ich kann nicht sagen, gar nicht. Wenn es muss sein, dann kommt auch mal ein Antibiotikum zum Einsatz. Aber ich kann mich freuen darüber, dass ich seit 8 Jahren zum Beispiel keine Euterbehandlung mehr gemacht habe mit Antibiotika und vielleicht im Schweinstall einmal pro Jahr das nötig wird. Und geimpft würden Ihre Tiere nicht? Geimpft werden sie nicht. Roland Eberli, Sie sind auf dem zweiten Bildungsweg Agronom geworden, haben da studiert. Warum geht Agronomie dort mal? Ja, für mich ist es klar gewesen, dass wenn ich ein Studium mache, dann hat es mit der Naturwissenschaft zu tun haben. In der Auswahl, die ich mir ausbreitet habe, ist die Agronomie das Fach gewesen, das mir am meisten zugesagt hat, das am breitesten, breiteste Möglichkeiten gegeben hat. Und ich bereue es heute nicht. Ich habe einen ganzen Haufen gelernt in dieser Zeit. Und ich habe ja in meiner beruflichen Laufbahn einen ganzen Haufen verschiedene Sachen gemacht. Und immer wieder profitiere ich von diesem Agronomiestudium. Und kennen den Bauernstand sehr gut. Sind sehr lange Bauernsekretär im Kanton Thurgau. Viele Bauern sind in der SVP und die SVP ist sich nicht einig. Jetzt bei dieser Vorlage, bei dem Gesetz. Die Nationalpartei ist dagegen. Die Thurgauer Bauern sind dafür. Warum ist man sich nicht einig? Warum? Ja, das hängt möglicherweise damit zusammen, dass Thema Impfen, Impfzwang, das ist sehr emotional. Da gibt es immer wieder Diskussionen. Ich bin selber auch überrascht gewesen von dem Resultat von der Schweizerischen Delegiertenversammlung. In unserer Kantonalpartei war überhaupt keine Diskussion gewesen, dass man das alte Gesetz mal endlich revidiert. Warum sind die Thurgauer mehr Realisten, oder was? Nein, es hat einfach in dem Sinn wahrscheinlich einfach niemand dabei gehabt, der fundamental argumentiert hat und man gefunden hat, dass das Gesetz, das bald 50 Jahre alt ist, verdient es, revidiert zu werden. Ich glaube auch, es hat ein paar Punkte, die im neuen Gesetz bedeutend besser daherkommen als im alten Gesetz. Die Zeiten haben sich geändert. Wenn wir uns 50 Jahre zurückdenken, was hier mit Tieren war und mit Tierverkehr, dann ist es klar, dass man da vom Gesetzgeber her hat eine Revision vorhanden. Genau, das ist schon einfach der Ansatz. Man sagt, seither wird viel mehr gehandelt mit den Tieren, die Leute reisen viel mehr. Klimaerwärmung ist ein anderes Thema. Und man sagt, man befürchtet, dass mehr Tierseuchen könnten geboren werden, könnten auf die Welt kommen. Ist das realistisch? Gibt es wirklich mehr Tierseuchen? Weiss man da etwas drüber? Ja, also man hat einfach das Ausland, das man sehr genau verfolgt. Ja. Und das ist ja eine der wichtigen Aufgaben von diesem Gesetz, dass man, es geht ja um den Schutz des Menschen letztlich. Also klar über das Tier. Wir wollen alle gesunde Tiere, da sind wir uns sicher sehr einig, der Werner Ammann und ich. Und wir müssen nicht allzu weit schauen, bis man so Seuchen findet. Mhm. Wir haben im Bereich von der Schweinhaltung, aber auch im Bereich von der Rinderhaltung und vor allem auch von der Schäfen immer wieder Seuchenzeuge, die man beobachtet im näheren Ausland. Ägypten beispielsweise, aber auch die Kaukasusländer, dort sieht man es immer auch wieder. Man sollte aber auch nicht Angst machen davor. Wichtig ist einfach, dass man ein Instrument hat, um frühzeitig erkennen, wo das Seuchenzeug entstehen. Wir leben auf einer Insel eigentlich, oder? Uns geht es wunderbar gut. Wir haben die Seuchenlage im Griff, aber es gibt einen Haufen Länder, die nicht im Griff haben. Und ich würde es nicht unterschätzen. Der Bund will ja Kompetenzen, um etwas frühzeitig können erkennen. Spricht da etwas dagegen, dass man da mehr macht als bis jetzt? Nein, das Gesetz trägt eigentlich die Überschrift Prävention. Ja. Und da stimme ich dem eigentlich zu. Mhm. Also wir haben zum Beispiel Maul- und Klauenseuche in England. Ist nicht übergeschwappt, weil man gute Grenzverkehrskontrolle hat. Man hat gewisse Massnahmen, die man bereitstellt. Also ich denke, das ist absolut notwendig. Und das Gesetz ist in dem Sinn nicht einfach von A bis Z falsch. Es ist einfach nicht ganz fertig. Es geht nur bis Y, oder? Aber da in den Staaten zum Beispiel Gegner sagen, dafür zu einer Kostenexplosion, die
Vorbereitung dazu? Warum eine Kostenexplosion? Wie kommen die Leute drauf? Das kann ich jetzt zu wenig beurteilen. Das kann der Herr Eberle sicher besser. Und ich habe, wenn ich das Gesetz durchlesen, auch festgestellt, dass es eigentlich im Wesentlichen darum geht, wer finanziert da, wie viel finanziert der Bund und wie viel finanziert der Kanton. Aber ich stelle einfach fest, das Gesunderhalt, das ist unser beide Ziel. Aber im Gesetz hat der Immunolog das sagen. Also der Immunolog denkt mal zuerst an Impfstoff. Gut, kommen wir noch drauf. Bleiben wir noch mal gespannt bei der Kostenexplosion. Ich meine, wer bewilligt denn Gelder, wenn der Bund so Vorsorgemaßnahmen beschließt? Also das alte Tierseuchengesetz hat keine Regelung beinhaltet zum Thema Prävention. Also alle die Massnahmen, die man heute bereits in Kraft hat, die verschiedenen Bundesämter, aber auch die internationalen Gremien, die müssen ja auch finanziert werden. Das ist ein ziemlich komplexes Gebilde von Überwachungssystemen. Das haben wir ja auch immer wieder auch im Gebrauch. Und Beispiel England ist ein ganz typisches, wo massive Schäden haben können verhindert werden. England selber hat massivste Schäden müssen erdulden. Man redet von 8 Milliarden Euro in diesem Zusammenhang. Das sind riesige Summen. Jetzt hat man endlich, oder würde man eine Rechtsgrundlage schaffen, die sagt, der Bund tut über sein Budget die entsprechenden Mittel einstellen. Das ist also der ordentliche Budgetprozess, wo das Parlament sagt, jawohl, für den und den Bereich im Bundesamt für Veterinärwesen sind die kreditfrei. Und dann geht man gescheit um mit diesen Mitteln. Aber über die Kredit kann er nicht aus. Er kann nicht irgendwelches Geld ausgeben und eine Kostenexplosion irgendwie machen. Das geht gar nicht. Nein, im Bereich Prävention nicht. Was er kann über das Gesetz, aber das hat er jetzt schon können, da muss er nichts Neues. Aber wir haben jetzt eine Rechtsgrundlage und das ist eben noch ziemlich wichtig, auch für den Bundesrat, der das ja muss entscheiden muss. Das sind die Fälle, wo man vom Bund aus beispielsweise Impfstoff bestellt, und zwar für das ganze Land. Und das ist, braucht eine Rechtsgrundlage, das haben wir nicht gehabt bis jetzt. Da haben wir es über das Notrecht müssen machen und jetzt haben wir eine saubere Rechtsgrundlage. Und da gibt es ja von den Gegnern, die sagen, ja, jetzt kaufen die ein und wenn man schon eingekauft hat, dann besteht die Gefahr, dass man es dann auch will brauchen. Ist das ein berechtigter Vorwurf, den man da so gehört? Ich denke, der ist immer noch berechtigt. Also, Impfgegner also, oder Impfverweigerer. Ich zähle mich zu den Impfverweigerern. Ich habe im 2009 Blauzungenimpfung nicht gemacht. Ja, das haben wir auch noch. Und ich zähle mich dazu und habe festgestellt, mit welcher Bandage, dass man eigentlich vorgegangen ist, um den Bauern dazu zu zwingen, dass er hätte müssen impfen musste. Respektive, man hätte ihn einfach gestraft, wenn er nicht geimpft hat. Und wo Impfstoff rum ist, da ist auch der Anreiz gross. Also ist das so? Also wenn Impfstoff eingekauft wird, was ist denn der Pakt zwischen der Regierung und der Pharmaindustrie, die daran verdient? Oder was ist da der Hintergrund, dass man den Verdacht hat? Ja, das Misstrauen besteht. Vielleicht ist es zu Recht und vielleicht nicht. Aber es ist einfach da. Das Misstrauen ist da. Und man hat das einfach immer wieder festgestellt. Man hat das bei der Vogelgrippe festgestellt. Man hat das bei der Schweinegrippe festgestellt. Dass es letztlich eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme war, die im Nachhinein nicht in dem Maß hätte müssen vollzogen werden. Wenn der Impfstoff da ist, dann braucht man. Nein, auf keinen Fall. Also, das können wir uns gar nicht leisten. Und ich meine, wer impft? Oder? Das ist der Veterinär in Zusammenarbeit mit seinem Bauer. Das ist ein Kundenverhältnis. Der Kantonsveterinär ist zusammen mit den Veterinären aus seinem Kanton in der Regel in einem guten Einvernehmen. Und mindestens, ich kann nur von der Thurgau reden, weil den kenne ich im Detail. Da habe ich keinen so Fall, wo ich den Eindruck hätte, dass man da einen Zwang ausübt. Etwas anderes ist es natürlich, wir kommen ja zu der Blauzungenkrankheit, wenn der Bund beschließt, dass man durchimpft, dann muss man natürlich hart vorgehen. Und dann haben wir natürlich Leute, die das nicht wollen, die fühlen sich natürlich dann an die Wand gedrückt. Aber das hat eigentlich mit dem Verbrauchen von vorhandenem Impfmaterial nichts zu tun. Wir haben ja gute Beispiele, wir haben x 100'000 Ampullen Impfstoff wegen der Schweinegrippe hat man eingekauft, die hat man anschliessend wieder verstampft. Das war eine Versicherungsprämie, die man nicht gebraucht hat. Das hat wehgetan, oder? Man gibt nicht gerne Geld aus, das man nachher nicht einsetzen kann. Aber ich denke, wir haben in unserem Land schon Garantie, dass man auch nicht Unfug betreibt. Und das Problem ist ja immer, impfen muss man ja vorher und die Impfstoffe müssen vorher da sein. Man kann sie einfach nicht wissen, oder, Herr Rehmer? Ob man sie jetzt wirklich braucht? Ich denke, eigentlich ist die Diskrepanz dort, wo man entscheidet, braucht es überhaupt eine Impfung, die flächendeckend ist oder nicht. Ja. Und da sind sich die Leute uneinig. Da sind sich selbst Kantonstierärzte uneinig gewesen, auch bei der Blauzungenimpfung. Es hat Kantonstierärzte, die gefunden haben, das braucht es nicht. Aber Mehrheit ist noch dafür. Aber kann man es vorher wissen? Oh, ich denke, das hat eben zu viele Leute, die
die das Gefühl haben, eine Impfung sei partout gut. Mhm. Und da zweifle ich sehr dran. Kommen wir mal auf die Blauzungenkrankheit. Für die Leute, die es nicht mehr so recht wissen, weisst du das? Was macht das mit den Kühen? Also Blauzungenkrankheit hat es in Frankreich, hat es eben mehr Richtung Nordwesten und auch im Süden gibt's, kennt man die. So wie ich das geschildert bekommen habe, ist es eine leichte Grippe bis eine starke Grippe. Es kann wirklich, es kann wehtun. Aber es ist vor allem auch eine Krankheit, die nicht ganze Bestände befällt, nicht ganze Gebiete befällt, weil sie wird über die Mucken übertragen. Und es ist nicht einfach so, dass jetzt über die Atemluft zum Beispiel eben von Kuh zu Kuh oder von Kalb zu Kalb, das gerade schon weitergetragen werden kann. Und in dem Fall haben Sie das Gefühl, sei die Impfung vom ganzen Tierbestand nicht angezeigt gewesen? Nein. Echt nicht? Nein. Nein. Können die Kühe nicht sterben? Also wenn jetzt ihren ganzen Stall die Krankheit hat? Also ich behaupte, dass die Tiere sehr gute Abwehrbereitschaft haben. Kommt immer noch darauf an, unter welchen Umwelt- und Rahmenbedingungen. Also wenn eine Kuh bis zum Äußersten gefordert wird, dass sie Milch geben muss, wie zwei, oder eben sonst einfach gehalten wird, dass sie irgendwo am Limit ist, dann denke ich, dann mag sie weniger vertragen. Aber ich glaube, dass unsere Tiere sehr schnell auch einen Abwehrmechanismus entwickelt. Also der Schmallenberg-Virus, den man ja jetzt vor ein paar Monaten davon geredet, dass der in der Schweiz sei, festgestellt worden. Der ist festgestellt worden, aber es ist kein einziges Tier krank geworden. Die haben bereits ihre Abwehrkraft entwickelt. Blauzungenkrankheit. Haben Sie das Gefühl, es sei dort zu viel gemacht worden? Ja, also im Nachhinein ist man möglicherweise immer schlauer. Das ist das eine und das andere. Ich habe schon das Vertrauen in das Bundesamt für Veterinärwesen. Das sind wissenschaftliche Studien, es sind aber auch Untersuchungen, es sind immer auch wieder Pilot- und quasi Überwachungssondierungen, die man macht, die auch Bauern mitmachen, selbstverständlich. Das muss man miteinander machen. Da muss man Proben nehmen, wenn man Angst hat, dass irgendein Seuchenzug Richtung Schweiz kommt. Und ich kann es am Schluss nur an den Resultaten messen. Und wenn ich sehe, Frankreich hat gar nicht geimpft in der Blauzungenkrankheit. Die haben über 20'000 Fälle gehabt. Wie viele das dort abgegangen sind, weiss ich nicht. Aber die Leistungseinbuße ist sicher vorhanden. Wenn grippöse Infekte da sind, dann hat der Kuh keine Lust mehr, zu viel Milch geben. In Deutschland, wo man nur zögerlich durchgeimpft hat, hat man auch flächendeckende Schadenfälle gehabt. In der Schweiz hat man es praktisch gegen null tendieren. Es hat einen Fall, der mir bekannt ist, in Baselbiet, wo es vier Tiere betroffen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ist es verhältnismäßig oder nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen ein Instrument haben, das evidenzbasiert, also auf den Tatsachen basierend, die Seuchenlage immer wieder neu beurteilt und rechtzeitig interveniert. Und wenn man vom Staat aus interveniert zur Risikominimierung, dann hat man immer Einzelne, die betroffen sind, die nicht einverstanden sind. Und der Herr Amann ist jetzt so jemand, der sagt, ich bin aus Prinzip, mache ich das nicht, meine Bestände sind gesünder wie der Durchschnitt. Oder? Ich habe nicht so eine leistungsorientierte Viehhaltung. Genau. Sie haben wahrscheinlich auch tiefere Keimzahlen in der Milch, weder ein Hochleistungszuchtbestand. Wahrscheinlich, oder? Ja. Und das stimmt natürlich. Die Tiere sind anfälliger, wenn sie auf Stress sind. Wo sich geweigert haben, weißt du, mit ihnen passiert? Was haben sie erlebt? Also bei mir hat der Impftierarzt sofort gesagt, ja, das ist doch mehr gleich. Ich muss es einfach vom Kantonstierarzt melden. Und vom Kantonstierarzt habe ich eine Verfügung bekommen, dass meine Tiere den Stall nicht dürfen, also meinen Betrieb nicht dürfen verlassen, ohne in die Schlachtung. Das hat mir eigentlich keine Rolle gespielt, weil ich gebe keine Zuchttiere auf die Alp, ich verkaufe keine Zuchttiere in andere Bestände. Und nachher hat das noch einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Also wir haben natürlich Bussen zur Verfügung bekommen, nebst der Sperre. Wir waren 19 Betriebe im Kanton St. Gallen, wir waren 7 Betriebe im Kanton Thurgau, die uns zusammentun haben und auch den rechtlichen Schritt gemeinsam vollzogen haben. Aber Sie können sich vorstellen, dass mit einem anderen Virus zum Beispiel können Sie sagen, ja, mal, dort bin ich dafür, dass man alle durchimpft. Können Sie sich etwas vorstellen? Also ich denke, dort, wo es um Zoonose geht, also Tollwut, hat jetzt zwar nicht den Nutztierbestand betroffen, das ist auch richtig, dass man das gemacht hat, oder wenn ich mich zurückerinnere, Tuberkulose hat meinem Vater einmal erzählt, das ist richtig, sie hat mich zwar nicht geimpft, man hat Untersuchungen gemacht und hat die ausgerottet. Das ist, in dem Sinne ist ja das Gesetz wirklich nicht in allem Teil schlecht, aber mir fehlt einfach ein wichtiger Teil. Aber kann man sich denn vorstellen, dass ein Teil es eben macht und die anderen nicht? Gibt es denn so etwas? Und wer bestimmt denn da, wer soll und wer nicht soll? Also wenn man
wenn man, der Mer ist das Bundesamt für Veterinärwesen in diesem speziellen Fall, natürlich in Zusammenarbeit mit den internationalen Kollegen, wenn ein Seuch als Seuch definiert wird, das ist die Frage, wie man sie einschätzt, ob sie wirklich flächendeckend wirkt oder nicht. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt sind die Zoonosen. Das sind also tierische Erkrankungen, die auf den Menschen übergehen. Ja. Dort ist natürlich besonders wichtig, dass man dort wirklich einen rigorosen, hundertprozentigen Schutz anbringt. Wenn der Entscheid gefällt ist, dann muss man es auch durchziehen, sonst nützt es nicht. Ja. Und gut, eben, es kommt immer auf die Art der Seuche an. Bei den Hochansteckenden, da glaube ich, da können wir nicht drum herum. Ja. Da wären auch die Impfgegner bereit, da den Konsens zu finden. Und ich glaube, da haben wir nur ganz wenige, die sich weigern würden. Aber dort, wo es um eine Seuche geht, wenn man überhaupt von Seuche reden kann, ich sage jetzt mal, um eine Krankheit geht, die eben nur auf Einzeltier geht, nicht einfach gerade abrumt in einem Gebiet, da bin ich der Meinung, da muss der Betriebsleiter können sagen, nein, und ich trage das Risiko. Ich habe gesagt, ich will das Risiko tragen. Und ich bin mit dem nicht eine Gefahr für alle anderen, wie es jemand aufzeigen wird. Das ist eine Frage, oder? Ob das so ist. Richtig. Es also gibt zwei Sachen. Sind Sie noch auch bereit, wenn jetzt zum Beispiel eben gleich Ihren ganzen Tierbestand stirbt, zu sagen, okay, habe Pech gehabt, ich trage den Schaden. Geht so weit? Das muss er. Das muss er dann entscheiden, oder? Wenn er sagt, ich impfe nicht, dann muss er sagen, gut, also ich trage das Risiko selber. Vielleicht impft er einen Teil. Ja. Und das ist ja eigentlich das Schöne, zum Beispiel in der Schweinhaltung. Wenn ich Lausonia habe oder Zirkoviren, dann entscheide ich, ob ich will impfen oder nicht. Und wenn ich sage, nein, ich impfe jetzt nicht, dann muss ich halt gewärtigen, dass ich über eine gewisse Zeit, bis das Mikroklima unter dieser Herde wieder stimmt, dass ich halt einen gewissen Einbuss habe. Und da bin ich auch bereit, auch in Zukunft bereit, gewisse Risiken selber zu tragen. Da sind Sie nicht allein bei den Gegnern? Nein. Dann würden Sie sagen, okay, wir nehmen das Risiko und dafür tragen wir es nachher raus. Ich behaupte, das sind die Hälfte der Bauern auf meiner Seite. Also gerade die beiden Beispiele in der Schweinpopulation zeigt ja, dass niemand auf die Idee kommt, da einen Impfzwang durchzusetzen, national. Das ist absolut undenkbar für mich. Und wenn ich mit der Viehwirtschaftskommission aus dem Thurgau rede, wo immer auch mit dem Veterinäramt, das ist quasi so ein das Beratergremium, oder, wo die Bauern drin sind, aber auch die Veterinäre drin sind, da habe ich den Eindruck, dass man da gescheite Lösungen sucht. Man ist nicht immer ganz einig und findet vielleicht am Schluss vom Weg, ja, da haben wir jetzt vielleicht noch kleine Nuancen, aber insgesamt stelle ich ein gutes Einvernehmen fest und ich sehe auch keinen Grund, wieso dass der Bund sich da in die Nesseln setzen will. Und ich glaube auch, man hat in der Blauzungenkrankheitsgeschichte aus diesen Widerständen heraus auch einiges gelernt im Umgang miteinander. Also wenn ich jetzt dazu sage, sind Sie ja ziemlich einig. Okay, jetzt haben Sie etwas. Nein, eben nicht. Wo nicht? Ich finde, eben, da hat man nichts gelernt. Man hat eigentlich nur einen Schluss daraus zu sagen, wir müssen uns im Gesetz die richtigen Instrumente geben, dass man den Bauern noch mehr packen und ihn dazu zwingen. Man hat nichts geschrieben von Vergütungen, wenn durch Impfungen Schäden entstehen. Ja. Das ist weg. Man hat das Strafmaß erhöht. Mhm. Nicht wahnsinnig, aber man hat es erhöht. Also man hat den Druck erhöht. Mehr Zwang, mehr Mündigung. Ist das so? Also im Bereich von der Impfung und vom Impfzwang hat sich überhaupt nichts verändert in dem Gesetz. Also wenn ich das alte Gesetz mit dem neuen Gesetz vergleiche, hat sich nichts. Den Impfzwang haben wir nämlich schon. Da verändert sich jetzt überhaupt gar rein nichts. Oder? Der Bussenrahmen ist angepasst worden. Ich habe gesagt, das ist ein 50-jähriges Gesetz. Und ein Gesetz, wo einen Bussentarif festlegt, wo dann praktisch nur ein Butterbrot ausmacht, dann nützt er nichts. Oder? Ich zahle auch nicht gerne Bussen, ist gleichwohl. Ich habe jetzt keinen Viehbestand, das würde mich dort wahrscheinlich auch ärgern. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wir müssen in dieser Beurteilung von diesem Gesetz überlegen, was bringt es im Gegensatz zum alten Gesetz und haben wir wesentliche Veränderungen, wo man sagt, nein, das kann nicht in Frage kommen, darum sind wir dagegen. Das verstehe ich persönlich nicht so ganz. Oder? Wieso? Also in der ganzen Diskussion hat man das Gefühl, ist es so ein Misstrauen gegen die in Bern, aber die machen dann etwas, wo uns Bauern entgegenläuft. Haben Sie das Gefühl? Ja, ich denke, das Misstrauen, das ist entstanden. Mit der Blauzungenimpfung ist das entstanden. Das hat so viele Schäden erzeugt. Also auch durch zu wenig gute Vorabklärungen über die Verträglichkeit von diesen Impfstoffen. Das hat noch dazu geführt, dass es noch viel mehr Misstrauen gegeben hat und Abneigung. Und ich denke, man hätte in diesem Gesetz jetzt eigentlich müssen den Schluss ziehen, wir müssen dem Bauern die Möglichkeit geben, das Risiko von einer Erkrankung oder von einer einzelnen Erkrankung in seinem Bestand selber zu tragen. Die Ausnahme ist nicht geschafft worden. Man hat kein Wort verloren über Entschädigungen durch Impfschäden. Jawohl. Und man hat überhaupt nicht von einer Komplementärmedizin. Man redet nie davon, dass man
Alternativen soll prüfen. Und das würde für mich eigentlich, wenn es zu einer Ablehnung kommt, zwingend dazugehören, dass man an dem wieder noch ein bisschen Raum schafft. Also bald die Ladung, wenn er nicht gemacht hat oder nicht in dem Gesetz ist. Ja, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Ideen in so ein Gesetz packt, die eigentlich nicht in die gehören. Also die Frage, ob man jetzt homöopathische Mittel kann einsetzen im Fehlbestand oder nicht, die Frage ist völlig, die ist mit Ja zu beantworten. Man kann. Ja. Da gibt es keine Vorschriften vom Bund, dass man das nicht darf. Mhm. Ich habe eine andere Auffassung in Bezug auf die Verantwortung, um einzelnen Betriebsleiter zu übergeben, über seinen Bestand will impfen oder nicht. Ja. Wenn es um eine Seuche geht und wenn das als nationale Gefahr eingestuft wird, da kann man dort darum umdeuteln, ist es ja oder nein. Mhm. Wenn das mal so ist, dann nützt es mir nichts aus der staatlichen Optik oder aus der Vollzugsoptik, wenn einzelne Bauern sagen, ja, ich trage das Risiko selber. Weil wenn ich dann Lücken habe im Schutz, dann ist nicht nur der Bestand gefördert, sondern ist eben das Gesamtsystem gefördert. Und dort glaube ich nicht, dass man in einem anderen, weiter revidierten Gesetz da eine andere Lösung würde akzeptieren. Weil wir dürfen nicht vergessen, das Gesetz will den Menschen schützen. Mhm. Und man geht davon aus, und der Gesetzgeber geht davon aus, dass wenn man eine starke Prävention hat und wenn man ein gutes Tierwohl hat, eine höhere Tiergesundheit hat, dass dann das Seuchenrisiko minimiert werden kann. Punkt. Also man weiss von der Virologie her, dass es nicht 100% Durchimpfungsrate braucht. Es reicht 80% oder 85%. An jedem Fall? Dafür bin ich zu wenig Fachmann. Aber das ist bei der Blauzunge mindestens gesagt worden, oder? Und das hätte eigentlich zugelassen, dass, ich sage jetzt mal, rund jeder fünfte Bauer auf die Impfung hätte können verzichten. Wie kann man das genau festmachen? Ob sie zwei? Von daher haben wir ja Fachleute, oder? aber den Raum müssen wir schaffen. Und ich begreife eigentlich nicht, warum dass Sie, Herr Eberli, Angst haben vor Ihren, wenn Sie geimpfte Kühe hätten, müssen Sie doch gar keine Angst haben vor meinen Ungeimpften. Ja, aber warum haben Sie Angst, dass der Bund dann irgendetwas macht, das gegen Ihre Interessen ist? Warum kommt das Misstrauen? Wir haben es am eigenen Leib erlebt und es ist kein einziges Anzeichen da im neuen Gesetz, dass es ein bisschen eingeschränkt würde, dass der Druck eingeschränkt würde. Im Gegenteil, die habe ich schon erwähnt. Also ich würde einfach nicht der Kantonsveterinär sein, der sagt, welche 20%, dass man nicht impft, oder? Weil das kann man den Umkehrfall auch mal noch anschauen und sagen, nehmen wir Maul- und Klauenseuche jetzt als extremes Beispiel, oder? Wo man wahrscheinlich wirklich... Ja, aber einfach, das ist einfach eine Seuche, oder? Es gibt vielleicht, meine, wir können Westnil-Fieber als mögliche Seuchengefahr, die da ist, oder? Welche 20 wollen dann nicht geschützt werden? Und wenn dann vielleicht nur 20%, wenn dann nur 2% nicht geschützt werden, ich dann aber als Gesetzgeber sage, nein, über 20% tun wir nicht. Da müsst doch Ihr liberales Verständnis und mein liberales Verständnis irgendwo zum gleichen Ergebnis kommen. Da will ich noch meine Verantwortung selber tragen. Ich will also ein einziger Satz, warum soll man für das Gesetz stimmen? Ein Satz. Weil wir nach 50 Jahren ein revidiertes Gesetz brauchen, um die moderneren Risiken im Bereich von Seuchenzeugen sinnvoll bekämpfen. Ein kurzer Satz. Ich bin dagegen, weil ich das Gefühl habe, im neuen Gesetz sollte die Selbstheilungskräfte noch ein bisschen mehr Vertrauen gewinnen. Werner Ammann, Roland Eberli, besten Dank fürs Diskutieren. Die Hause, besten Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und wie immer, heben an Sorge. Danke vielmals.